Ges Hokan hatte es noch nie leiden können, vorgeladen zu werden. Aber Overlord Kyle-Ultan hatte die Gabe dabei, äußerst charmant vorzugehen. Sie hatte ihn eingeladen, sie in der Forschungsanlage zu besuchen. Sie hatte sogar jemanden von ihrem Stab mit einem Kleider geschickt, um ihn in seinem Büro abzuholen. Hokan begrüßte diese Geste. Diese Frau wusste, wie man Macht und Einfluss einsetzte. Das musste der namoilianische Gemüsehändler erst noch lernen. Utan war nicht besonders schön, aber sie hatte das Talent, sich elegant zu kleiden, in schlichte dunkle Roben und sich wie eine Kaiserin zu geben. Das glich vieles wieder aus. Am meisten schätzte Hokan an ihr, dass sie zwar zu wissen schien, dass sein Verstand niemals auf ihren femininen Charme hereinfallen würde, aber dennoch ihre verführerisch taktvolle Maske nie fallen ließ. Sie war ein Profi und daher war gegenseitiger Respekt für ihn selbstverständlich. Die Tatsache, dass sie eine Wissenschaftlerin mit einem feinen Gespür für Politik war, beeindruckte ihn umso mehr. Über all dem konnte er ihr sogar den unnatürlichen Akt vergeben, mit chemischen und nicht mit echten Waffen zu kämpfen. Hinter den zerfallenen Äußeren der Farmgebäude verbargen sich versteckte Legierungstüren und lange Korridore, die offenbar mit Rettungsschotten versehen waren. Hokan trug seinen Helm unter dem Arm. Er war keineswegs gewillt, ihn oder seine Waffen dem Diener zu überlassen. Der verhutzelte Mann sah aus wie ein Einheimischer. Die Einheimischen waren allesamt Diebe. »Erwarten wir Feuer in den Getreidesilos?«, fragte er und fuhr dabei mit dem Zeigefinger über ein nachdenklich eingebautes Explosionsschott. Utan stieß ein tiefes, heiseres Lachen aus. Er kannte dieses Lachen und wusste, dass seine Leichtigkeit jederzeit in einen befehlerischen Ton umschlagen konnte, der ein ganzes Regiment hätte erstarren lassen können. »Ich bin euch dankbar, dass ihr euch die Zeit nehmen konntet, mich zu sehen, General Hokan«, sagte sie. »Unter normalen Umständen würde ich niemals jemanden umgehen, damit ich einen Vertrag habe, um mit seinem Zulieferer zu sprechen. Es ist sehr unhöflich, meint ihr nicht auch? Aber ich bin ein wenig in Sorge.« Aha, Enkid war also nicht Teil dieser Unterhaltung. Hokan begann zu verstehen. Sie trug mit ihrer Speichelei aber auch dick auf. »Ich bin nur Hokan, ein Bürger. Was eure Sorgen betrifft, gnädige Frau.« Er kam sich plötzlich töricht vor, weil er nicht wusste, wie er sie ansprechen sollte. »Gebieterin?« »Doktor sollte genügen, danke.« »Wie kann ich euch dann beruhigen, Doktor?« Sie führte ihn in ein Seitenzimmer und deutete auf drei glänzende, brokatbesetzte Sessel, die offensichtlich von Coruscant eingeflogen worden waren. Er zögerte, auf so auffällig dekadenten Sitzgelegenheit Platz zu nehmen, tat es aber dennoch, da er nicht wie ein Diener vorher stehen wollte. Utan setzte sich in den Sessel neben ihm. »Ich denke, ihr habt eine Vorstellung von der Wichtigkeit der Arbeit, die ich hier durchführe.« »Nicht im Einzelnen. Viren. Von der Beschaffenheit der Anlage zu urteilen.« Er hatte die Bauernmannschaften beaufsichtigt, die übrigens auch allesamt Diebe waren. »Gefährliche Stoffe.« Wenn Utan überrascht war, so ließ sie es sich nicht anmerken. »Exakt«, bestätigte sie. »Und ich muss zugeben, dass ich über die Ereignisse der letzten Tage etwas beunruhigt bin. Lig Enkid versichert mir, dass für meinen Schutz gesorgt ist, aber ich würde doch gerne eure Einschätzung der Lage erfahren.« Ihr Ton wurde eine Nuance härter, noch immer süß wie Honig, nun allerdings mit sandigen Kristallen darin. »Besteht irgendeine Bedrohung für dieses Projekt? Und könnt ihr meine Sicherheit gewährleisten?« Hokan zögerte nicht zuzugeben. »Ja, ich glaube, diese Einrichtung ist verwundbar.« Er war ein Meister seines Geschäfts. Er sah keinen Grund, seinen guten Ruf wegen Beschränkungen aufs Spiel zu setzen, die nicht sein Verschulden waren. »Und nein, bei der Qualität und dem Format der Männer, die mir zur Verfügung stehen, kann ich für nichts garantieren.« Uta lehnte sich bedächtig zurück. »Das Letzte zuerst. Habt ihr nicht die Geldmittel, sie einzustellen? Enkids Vertrag ist doch eher großzügig.« »Von dieser Großzügigkeit ist noch nichts zu mir vorgedrungen.« »Aha, vielleicht sollten wir die Versorgungskette im Interesse der Effizienz verkürzen.« »Dazu habe ich keine Meinung. Enkid kann so viele Kürzungen durchführen, wie er will, solange ich über die Mittel verfüge, meinen Job zu tun.« »Das wäre nicht ganz die Kürzung, die mir für Enkid vorschwebte.« Ein Lächeln umspielte ihre Lippen, aber es lag keine Wärme darin. »Und ihr glaubt, die jüngsten Vorfälle haben mit dieser Einrichtung zu tun?« »Die Beweise deuten darauf hin, ja.« Hokan erwiderte das Lächeln, sicher, Iris an Kühle noch zu übertreffen. Wenn sie so mit Enkid umspringen würde, dann auch mit ihm. »Das ist ein großer Planet. Warum sonst die Imprani-Region?
Warum sonst Jedi aussenden? Konntet ihr irgendwelche Streitkräfte ausfindig machen? Nein, das nicht, aber ein Gleiter wurde abgeschossen und ich konnte mindestens 2 Vorfälle von hartem Kontakt identifizieren. Harter Kontakt? Vorfälle, bei denen Soldaten tatsächlich im Gefecht aufeinandertreffen. Nicht, dass ein Söldnerhaufen die Auszeichnung Soldaten verdient hätte. Die zahlenmäßige Stärke kann ich nicht einschätzen. Wenn ich es einrichten könnte, dass ihr das Kommando über Droiden der Separatisten einer nahegelegenen Garnison und deren Offiziere bekommt, würde das eure Aufgabe erleichtern? Ich bin nicht parteiisch. Ich werde euch nicht anlügen und vorgeben, eure Sache zu unterstützen. Ihr verfügt natürlich über militärische Erfahrung. Es ist keine Schande, ein Söldner zu sein. Ich bin Mandalorianer. Es ist Teil meiner Seele und war Teil meiner Erziehung. Nein, es ist keine Schande, solange man sein Bestes gibt. Utan ging zu einem Lächeln über, das vollauf ehrlich und verständnisvoll wirkte. Ich denke, ich sollte euch etwas wissen lassen. Es ist etwas unangenehm. Es lag noch immer etwas Spitzes in ihrem salbungsvollen Ton. Die Republik hat eine Armee geklonter Truppen erschaffen. Millionen. Sie wurden gezüchtet, um zu kämpfen und den Jedi-Generälen bereitwillig zu dienen. Manipuliert, um ihre willigen Diener zu sein. Sie kennen kein normales Leben und altern sehr rasch, falls sie es überleben, in törichten Schlachten vergeudet zu werden. Wisst ihr, wessen genetisches Material benutzt wurde, um diese unglücklichen Sklaven zu erschaffen? Nein, das weiß ich nicht. Hokan war es keineswegs peinlich, sein Unwissen einzugestehen. Das war etwas für Schwächlinge. Erzählt es mir. Jango Fett. Was? Ja. Der großartigste mandalorianische Krieger seiner Zeit wurde benutzt, um Kanonenfutter für den Ruhm der Jedi zu produzieren. Sie hätte ihm genauso gut ins Gesicht spucken können. Sie war sich bewusst, was ihn erzürnen konnte. Sie hatte den gefühlsbetonten Ausdruck Krieger verwendet, nicht Kopfgeldjäger. Sie wusste genau, wie sehr diese Enthüllung den Stolz seiner Kultur beleidigte. Aber es war richtig, dass sie es ihm sagte. Es war eine Frage der Ehre und nicht nur der seinen. Er würde nicht zusehen, wie sein kulturelles Erbe in der Travestie eines Krieges beschmutzt werden würde. Ich würde mich dieser Sache auch annehmen, wenn ihr mich nicht bezahlen würdet, sagte er. Utan schien sich zu entspannen. Für den Anfang können wir euch an die 100 Droiden geben. Fragt einfach, falls ihr mehr braucht. Es ist nur eine kleine Garnison, da wir keine Aufmerksamkeit erregen wollen. Aber jetzt, da wir die Aufmerksamkeit sowieso schon auf uns gezogen haben, können wir nötigenfalls Verstärkung anfordern. Was wird aus eurer bereits bestehenden Miliz? Ich denke, wir geben ihre Kündigungen bekannt. Vielleicht könnten eure Truppen damit anfangen, mir bei der entsprechenden Verwaltungsarbeit zu helfen. Utan blinzelte eine Sekunde und Hokan merkte, dass sie diesmal länger gebraucht hatte, um zu verstehen, was er meinte. Aber sie hatte es verstanden. Ich kann ebenso skrupellos sein wie ihr. Sie würde es sich zweimal überlegen, bevor sie ihn hintergehen würde, wie sie es mit Enkid getan hatte. Das könnte ein vernünftiger Anfang sein, sagte sie. Hokan stand auf und hielt seinen Helm in beiden Händen. Er war immer schon stolz auf diese Transition gewesen. Stolz darauf, dass sie sich, bis auf ein wenig technologische Verbesserungen hier und da, über Jahrtausende nicht geändert hatte. Was wirklich zählte, war das, was unter der mandalorianischen Rüstung lag. Das Herz eines Kriegers. Würdet ihr gern erfahren, welche Art Virus wir hier entwickeln, Major Hokan? Fragte Utan. Er hat jetzt also einen richtigen Rang, nicht dieses schmeichlerische, extravagante General. Sollte ich das? Ich denke doch. Seht ihr, es ist speziell für Klone ausgelegt. Lass mich raten, damit wieder richtige Männer aus ihnen werden. Nichts kann das bewirken. Nein, es wird sie töten. Hokan setzte sich behutsam den Helm auf. Immer noch die freundlichste Lösung, sagte er und meinte es auch so.